Heißt die Konsole Breath of the Wild Let's Play, das letzte Mal. Haben wir gesagt, dass wir unsere Rüstung noch ein bisschen weiter verbessern mit ein paar Löschechsen, denn wir haben nicht mehr viele gebraucht. Und da habe ich natürlich noch welche gefarmt. Habe ich die in der Folge gefarmt? Ich glaube, ja. Ich bin aber gar nicht mehr so sicher. Egal, wir verbessern jetzt mal was oder auch nicht, weil... Warte, was fehlt denn? Ah nein, wir haben es noch verbessert in der Folge, stimmt. Natürlich, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich dachte schon, ja gut, dann... Werden wir dieses Mal mal auf dem Weg irgendwo anders jetzt sein. Und ich weiß nicht mehr wohin. Keine Ahnung. Es gibt gerade so ein paar Frame-Einbrüche. Weil irgendwie Regen bloß was weiß ich was scheint wohl nicht so ganz, ganz toll zu sein. Keine Ahnung. Oh Mann. So, ich will jetzt nicht unbedingt einfach nur hier hoch. Doch, eigentlich will ich schon hier hoch, um ehrlich zu sein. Warum ist denn hier? Ach so, weil da der Quest geben ist, oder? Ich würde aber um eine... wisst ihr was? Wir gehen jetzt mal hier lang, denn ich... Wir müssen noch irgendwo einen Schrein finden. Ich hätte gerne noch irgendwo einen Schrein, denn wir brauchen nur noch eine einzige... ein so Siegel. Und dann haben wir endlich drei Ausdauerbalken. Woo! Und ich glaube, das ist auch das Maximale, was man haben kann. Das ist halt ziemlich cool. Und dann können wir anfangen, wieder auf Leben zu gehen. Hey, Moblins sind Fleischfresser, die aufgrund ihrer Körpermasse schiere Unmengen von Fisch und Fleisch verschlingen. Ja, und was wir auch noch machen müssen, sind ein paar Molduras fangen. Da ist aber die Frage, ich weiß nicht mehr, ob ich das in der Aufnahme machen sollte. Weil wir haben schon zwei davon besiegt und so viel interessanter wird's nicht. Darum, ja, muss ich überlegen. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Herzen davon und natürlich auch noch ein Leunenherz, was vielleicht ein bisschen fieser werden könnte. Ja, ja, Moment, wo will ich denn hin? Ich mache mir mal eine Markierung. Wir fangen von da unten an. Das ist, glaube ich, die unterste. Ich mache einfach mal hier die rote Markierung hin. Und dann passt es schon. So, da hinten. War da nicht noch jemand, mit dem wir reden wollen? Ich weiß nicht. Da unten sind Erze. Nein. Finde ich nice. Oh, Bosas Zorn. Einfach irgendwie die stärkste Fähigkeit. Mifas Fähigkeit ist natürlich auch super, super genial. Aber Ubosas Zorn ist halt fürs Kämpfen super nice. Ist beides fürs Kämpfen super nice. Ja, ist beides gut. Hey Kumpel, wollte der nicht noch irgendwas von uns? Hey. Hallo. Hey, Motherfels. Ach so, stimmt. Ich brauche ja noch ein... Ja, ja. Ich brauche ja einen Gorone, der mit da endet. Verdammt. Ignoriert mal das Rumgeschrei da im Hintergrund. Voll schlimm. Voll schlimm. Hoffentlich hört man es nicht. Das wäre natürlich am besten. Also, da hinten scheint Rätsel zu sein. Krogrätsel, Steinrätsel. Ich glaube, da gehe ich auch gleich hin. Das kann man auch nebenher machen. Ganz ehrlich, wieso nicht? Und, huch. Oh, hier ist wohl... Hier gibt es so viele Krogrätsel. wo versteckt sie es jetzt? Hier unten irgendwo? Ja. Ah. Okay, okay, es wird vielleicht ein bisschen nervig hier. Oh, shit. Shit, 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 shit. Das, wundervoll. Gott verdammt. Scheiße. Okay, Versuch Nummer 2. Oh Mann. Ich wollte nicht. Warum ist er gehüpft? Ich meine, B war loslassen. Ich hab. Ach egal, unwichtig. So, sorry. Okay. Kurz gemutet. Eieiei, Kampfstrategien. Ja, ja, du mich auch. Das war jetzt natürlich ganz schön doof. Egal, wir wissen, dass das ein Rätsel ist. Schon mal, das ist eigentlich das größte Problem bei Krogs. Man muss einfach nur die Krogs finden und bis man alle hat, das braucht bestimmt 100 Millionen Jahre. Oh, oh, nee, das ist doch nicht die Insel. Das scheint, ich glaube, das sieht so aus. Egal, jetzt geht's. Geh mal wieder hin, ey, so ein Scheiß. Irgendwie fühlt sich da was doppelt an. Da hinten ist auch eine Menge leer. Da könnte bestimmt auch irgendwo ein Schrein versteckt sein. Könnten eh überall versteckt sein, was sage ich denn? Also, ja, ja, machen wir uns nichts vor. Sind eh überall. Genauso wie die Krogs, die sind überall und überall. Aber wirklich heftig, wie die sich einfach entschieden haben, 900 von den Teilen zu machen. Oh, hey. Hey, ich bin Mats, der erfahrene Kochmann. Na, mag mich ja arrogant finden, aber ich bin auch ziemlich wichtig. Es heißt, die beste Zutat wäre Hunger, aber das würde bedeuten, dass wir
Köche, die Meister der Zutaten, überflüssig sind. Alles, was es bräuchte, wäre nur Hunger. Sieh dir doch mal mein Angebot an Zutaten an, alles frisch. Ja, zeig mal her. Ja, sieh mal, sieh mal, sieh mal. Ha, langweilig. Nein, nein, ich brauche nichts. Ich bin der Vater, der Koch, da bla 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 bla. Halt's Maul. Okay, dann ist hier unten noch irgendwo. Wir können also solche doofen Rätsel. So. Nein, doch nicht, da hinten. Ich habe nur falsch geguckt. Ich dachte schon, man kann es so halb lösen und dann weitergehen. Aber anscheinend nicht. So. Was? Die Hure! Scheiße! Dieses Mal teleportiere ich mich nicht hoch. Gottverdammte Scheiße. Dieses Mal machen wir das etwas anders. So. Fuck this shit. Link. Gottverdammt. Aber was ist los mit dem Ort hier, das verflucht? Was ist ein Scheiß? Ich hoffe, das geht nicht auf Zeit. Wo ist denn die scheiß Pflanze jetzt hin? Jetzt sehe ich sie nicht. Nee, ehrlich. Hä? Darf man nicht so weit weg, oder was? Nee, da ist sie. Ist sie weiter runter? Okay, dann gehen wir halt ganz langsam runter. Die ist wirklich... Nein, wir haben sie, glaube ich, in der Luft noch erwischt. Kann das sein? Weil davor war sie nicht so weit unten. Gott verdammt. Schafft es Link? Hoffen wir mal. Oh, hallo. Hey, das ist entdeckt. Ja, nimm meine Samen. Nein, bitte nicht. Tschüssi. Okay. So, hochhüpfen kann man aber runter nicht. Haha. Also runter hüpfen schon, aber ihr wisst, was ich meine. Gott verdammt. Egal. So ein Scheiß. So. Sollten, na gut, der ist nur eine bestimmte Zeit lang hier. Wir sollen das ausnutzen und zu dem Typen gehen. Mal schauen, ob er dieses Mal was Neues hat. Ja, Kumpel, hast du irgendwas Cooles? Verteidigt der Exalfoss, oder? Du bist es! Guten Abend! Womit kann ich dienen? Ich will mal gucken, was hast du denn? Ja, ich habe noch eine Menge. Ich will alle. Gibt's noch irgendwas Tolles? Nein? Echt nicht, ist ja langweilig. Warum ist ein Wischmopp ein Monster-Ding? Ja, die Musik bei dem. Gruselig! So, dieses Mal setze ich nicht. Doch, ich setze, ganz ehrlich. Vielleicht können wir das später noch brauchen, aber egal. Damit es wieder aufladen kann, dass wir wieder 3 Aufladungen haben. Ist, glaube ich, gar nicht mal so dumm. Oh, hier sind. Gut, voll Mäuse. Voll Fleudermäuse. Oh, wir haben auch schon das Teil gefunden. Ja, komm doch. So, tschüssi. Wenn die mal ganz kurz Stress haben wollen, dann rennt sie weg, wenn sie einmal am Arsch sind. So, hier ist der Stein. Und hier sind die Gegner. Hoffentlich können wir den Stein nicht kaputt machen. Ey. Die bewegen sich relativ schnell. Was ich gar nicht cool finde. Und die greifen auch mit dem Dreckschweif an. Fuck you. So. Die sind ganz schön nervig. So. Nein! So, fuck you. Und dann auch der letzte. Eigentlich sollten wir wieder mit einer coolen Skelettknochenrüstung rumlaufen. Ich glaube, die wird hier ganz schön hilfreich sein, damit die Leute nicht allzu nervig sind, weil die kommen ja immer und immer wieder. Und hier haben wir auch mehr Verteidigung drin. Und wir brauchen ja gerade kein Lava-Death. Feuer, Schutz, was auch immer. Was wir aber brauchen, ist ein Stein. Habt ihr meinen Stein geklaut? Da ist er. Ich dachte schon, die haben mir den Stein geklaut. Das wird ganz schön abgefuckt. Man klaut doch nicht einfach den Leuten die Steine. Ja, und jetzt regnet es natürlich 2 Teile lang. Und rechts sieht man ja das, was ich gemeint habe. Ah, hallo, der große Wow, so ein tolles Rätsel. Tschüssi. Ciao. Blöder Krog. Eigentlich habe ich ja nichts gegen Krogs, aber die reine Menge an denen macht so ein bisschen unsympathisch. Ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur komisch, dumm oder sowas. Irgendwie sowas. Oder eigenartig.
aber irgendwie fangen die an richtig zu nerven, Gott verdammt. Das ist eine von den guten. Also mit guten meine ich einen von denen, die ich haben will, weil die geben eine verdammt Menge Kohle. Ist auch noch einer. Sehr schön. So, wenn die kommen, freue ich mich. Das ist einfach nur kostenlos Money. Money, Money, Money. Ich meine, die anderen, die sind ein bisschen nerviger. Aber wenn die wenigstens, genau die, wenn die einem Geld geben würden, dann wäre das ja alles kein Problem. Und das war jetzt ein bisschen doof. Vielleicht. Ich hätte vielleicht nicht einfach reinrennen sollen. Und mit der Nahrung wird es langsam... Wir kommen zu langsam zu unserem Luxusgut. Ich will es aber nicht nur verwenden. Hey Kumpel. Was kann doch? Hä? Wieso rennst du weg? Wie? Ich bin verwirrt. Warum? Was soll die Scheiße? Okay, was ich jetzt gerade nicht verstanden habe. Nein, egal. Unwichtig, ich merke nicht. Was soll er? Ich fand das gerade ein bisschen komisch. Es war... Naja. Ich weiß nicht. Was soll er? Kann ich jetzt auch irgendwann wieder hier hochladen? Aber natürlich, das war auch so klar. Genau dann, wo ich sage, ja gut, der ist total nervig. Ah, du findest du nervig? Los, hier, bekämpfe. Kämpfe gegen ihn. Die sind so lustig. Gott verdammt. Genau dann werfen die so einen Arschkopf ein ins Gesicht. Dreckige Dreckspielsachen, Spielsensoren, der... Keine Ahnung. Das sind so Sensoren, die finden raus, was man nicht will, und das machen die dann. Das machen die mit voller Absicht. Ja, das hört sich vielleicht verrückt an, aber es ist so. Glaubt mir nicht. Ihr müsst nur einmal Monster Hunter spielen. Und hoffen, dass ihr... Und irgendwas Bestimmtes droppen wollen. Ihr kriegt die seltensten Sachen, aber nicht das, was ihr droppen wollt. Aber das geht bei mehreren Spielen so, nicht nur bei Monster Hunter. Bei mehreren Spielen, wo man farmt, viel farmt. So, ich will die hier übrigens... Ich würde sie am liebsten einfach in Ruhe lassen. Aber wenn wir die nicht angreifen oder nicht einen davon kaputt hauen... Gott verdammt! Du! Dreckiger! Nein! Alter, was ist los mit den fucking Ninja-Wölfen? Nein. So, du Drecksvieh. Was war's? Vielleicht erwische ich ihn noch. Nope. Ei. Warum mit die einen auch so verkackt nerven wollen? Was soll das? Ich hab doch eh keine Chance, ey. Oh Mann, die lassen halt auch nur in Ruhe, wenn man einen von denen killt. Ist voll fies. Ich habe ja nichts gegen die. Und wenn die einen nicht in Ruhe lassen, dann muss man ja was machen. Na gut. Eigentlich sollte ich es schon sogar mehrere versuchen mit Absicht zu killen, einfach nur weil ich das Fleisch brauche. Aber na gut. Passiert. Stört gerade ein bisschen, um ehrlich zu sein, dass es hier so neblig ist. Ich sehe nicht viel. Oder ich habe das Gefühl, dass ich weniger sehe, als ich sehen will. Ein Schrein. Okay. Irgendwo scheint ein Schrein zu sein. In die Richtung. Wir holen uns zuerst einen Schrein, dann können wir uns da in die Nähe von dahin teleportieren. Vielleicht. Bim. Bling, bling. Bling, bling. Ah ja. Die Frage, wo genau? Also die doofen, ja. Ist mir egal. Ich will eigentlich gegen den Leuen kämpfen, aber das sind ja keine Leuen darum. Scheiß da drauf. Und hier ist wieder so ein Ort. Und hier ist ein Blumen. Hoppala. Keine Ahnung. Ich hab den Apfel kaputt bekommen. Hab ich das hingekriegt? Wie die Äpfel haben. Waffentasche voll. Ach so, da ist ein Stick runtergeflogen. Ich bin grad ein bisschen verwirrt. Link, bitte nicht. Bitte nicht den Stamm anhumpeln. Wäre ganz cool. Und wo ist jetzt ein Schrein? Es blinkt irgendwie so halbwegs in die Richtung. Blinkt's mehr? Vielleicht hier unten.
Da ist irgendwas, das will ich haben. Bisschen Futter. Kann nicht schaden. Essen ist gut. Ja! Leider nur Hyrule-Pilze. Eigentlich sollten wir ja hier lang. Obwohl da auch irgendwas da scheinen zu sein. Tut. Da seinen zu scheinen tut. Das scheint was zu sein. Aber, hä? Ich bin verwirrt. Wo blinkt's denn? In die Richtung irgendwie, so halb. Muss ich hier hoch? Hier oben ist ja nichts. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Wir können Steinchen runterwerfen. Ein bisschen Chaos machen. Hier. Tschüss, meine Steinchen. Tschüssi. Da unten ist was. So weit kann ich nicht runterzoomen. Na toll. Regnet's draus jetzt? Und dann auch noch so laut. Wie kann Regen so laut regnen? Das ist Zauberregen. Also ich glaube, wir sind hier ein bisschen falsch, oder? Weil hier muss doch irgendwo ein Schrein eigentlich sein. Ich habe hier übrigens auch noch was vor. Nur noch nicht jetzt direkt. Und zwar sehe ich hier nämlich eine Menge Steine. Und es kann ziemlich lustig werden mit dem richtigen Equipment. Mit dem richtigen Modul. Das will ich natürlich auch noch machen. Aber erstmal will ich einen Schrein finden, der irgendwo da hinten sein muss, weil da hat es mehr geblinkt. Wenn wir erstmal hier schauen. Hallo. Wirst du was wichtiger sein? Oh, eine Kiste. Oh, Erz. Und was gibt's hier? Ein Opal. Ich meine, warum nicht, aber war gut. So. Es ist Zeit. Für Harz, Erz, für Erz, für... Ich wollte eigentlich einen Witz machen, aber der Witz ist mir, währenddessen ich ihn gesagt habe, aus meinem Kopf rausgeflogen. Und jetzt weiß ich nicht mal, was ich sagen wollte. Scheißdreck. Ist hier wirklich nirgendwo? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ist hier drin vielleicht? Hallo? Nein? Okay. Okay. Ist okay. Der zerbricht gleich. Yo. Wie haben wir das denn bekommen? Wir haben den fast nicht zum Kämpfen benutzt. Hier in die Richtung scheint... Da ist halt... Yo, wie... Hä? Oh, hallo. So, und jetzt? Die bewegen sich ganz schön nervig. Heilige Scheiße. Okay. Bitte nicht. Warum? Was zur Hölle? Okay. Muss ich jetzt wirklich so machen, das ist traurig. Und hoffen, dass ich es erwische. Oh! Da ist noch einer, Gott verdammt. Das ist etwas doof. Es ist voll heftig, Trickshot-Gedöns. Brauchen wir dafür einen besseren Bogen? Nein, braucht man nicht. Ich muss nur besser schießen. Voll nice. Du hast mich entdeckt. Boah, voll gut. Also, dafür verdiene ich Respekt. Oh Mann. Naja, es geht. Aber war gar nicht so einfach. Also wirklich nicht. Ich hab voll mega ultra geblinkt, aber hier ist nichts. Unter der Erde oder was? Müssen wir unter die Erde gehen? Kann es sein? Es riecht ziemlich stark nach unter die Erde gehen. Hier blinkt so arg, hier ist nichts. Und hier geht's runter. Wenn ich unter der Erde war, dann. Hallo, Kumpel. Blim, blim. Blim, blim, mein. Blim, blim. Du mich auch, blim, blim. War hier unten irgendwo. Nein. Da rein. Och, ich wusste es. Kleines Problem. Wie kriegen wir da eine Bombe hoch? Mit Pfeilen? Wie nervig. Dann halt von hier aus. Das können wir dann wahrscheinlich nächste Folge machen, oder? Enten! Gut. Dann halt so. Kann ich so weit schießen? Haben wir einen Weitschussbogen? Der hat mehr Reichweite, oder?
So. Trickshot! Okay. Ich bin ganz schön stolz auf mich, ja? Eieiei. Naja, es geht. Okay, ich will aber kurz wieder den anderen ausrüsten. Scheiße, wen hatten wir ausgerüstet? Ich weiß es nicht. Warum? Ich wollte nicht schießen. Egal. Dann fliegen wir jetzt nur kurz dahin oder beende ich die Folge? Dann können wir den Rest nächstes Mal machen. Blink, blink, blink. Blink, blink. Blink, blink, überhaupt nicht nervig. Blink, blink. Können wir so hochhüpfen oder braucht es zu viel Energie? Das braucht definitiv zu viel. Ist es mir egal? Ein bisschen. War es eine doofe Idee? Sehr wahrscheinlich. Hoffe ich, dass ich trotzdem hochkomme? Natürlich. Haben wir zur Not was zu essen, das uns Ausdauer gibt? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe es. Obwohl, wir müssten es vielleicht sogar schaffen. Es wird sehr, sehr, sehr knapp. Ich weiß es nicht. Ich. Nope, das wird nichts. Okay. Hoffen wir mal, dass wir was haben. Wenn nicht, wäre es ganz schön doof. Warte, hier bin ich eh falsch. Ausdauer. Scheiße. Warum haben wir jetzt nichts? Also für Ausdauer. Genau jetzt nichts. Okay, das ist ein Problem. Na toll. Okay, dann halt. In der nächsten Folge gehen wir da hoch, okay? Scheiße. Oh Mann, ich beende jetzt mal die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.